So sieht das Gauß-Integraltheorem in seiner vollen Pracht aus. Schauen wir uns zuerst die rechte Seite der Gleichung an. Das A steht für eine Fläche, die irgendein Volumen einschließt. Zum Beispiel die Oberfläche eines Würfels, einer Kugel oder die Oberfläche einer beliebigen dreidimensionalen Form, die du dir denken kannst. Der kleine Kreis um das Integral herum soll andeuten, dass diese Fläche A eine Bedingung erfüllen muss. Die Fläche A muss geschlossen sein, das heißt, sie darf keine Löcher enthalten, damit die Gleichheit mathematisch erfüllt ist. Die Fläche A ist also eine geschlossene Oberfläche. Das F ist ein Vektorfeld und stellt bei Betrachtung der Maxwell-Gleichungen entweder das elektrische Feld oder das magnetische Feld dar. Es ist also ein Vektor mit drei Komponenten. Das dA ist ein infinitesimales Flächenelement, also ein unendlich kleines Flächenstück der betrachteten Fläche A. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, ist das dA-Element in Fett dargestellt. Es ist also ein Vektor mit einem Betrag und einer Richtung. Der Betrag des dA-Elements gibt dabei den Flächeninhalt dieses kleinen Flächenstücks an. Das dA-Element steht orthogonal auf diesem Flächenstück und zeigt nach Definition aus der Oberfläche heraus. Der Punkt zwischen dem Vektorfeld und dem dA-Element ist das sogenannte Skalarprodukt. Das Skalarprodukt ist eine Möglichkeit, zwei Vektoren miteinander zu multiplizieren. Es wird also hier das Skalarprodukt zwischen dem Vektorfeld f und dem dA-Element gebildet. Definiert ist das Skalarprodukt folgendermaßen. Wie an der Definition zu sehen ist, werden die ersten, zweiten und dritten Komponenten der beiden Vektoren miteinander multipliziert und anschließend zusammenaddiert. Das Ergebnis des Skalarprodukts ist kein Vektor mehr, sondern eine gewöhnliche Zahl, ein sogenannter Skalar. Um zu verstehen, was diese Zahl aussagt, musst du zuerst wissen, dass jeder beliebige Vektor f sich als Summe von zwei anderen Vektoren schreiben lässt, nämlich aus einem Vektor, der parallel zum dA-Element ist, nennen wir den f parallel, und aus einem Vektor, der orthogonal zum dA-Element steht, nennen wir diesen Vektor f orthogonal. Ein weiteres mathematisches Faktum ist, dass das Skalarprodukt von zwei orthogonal zueinander stehenden Vektoren stets 0 ergibt. Das heißt für unseren Fall, dass das Skalarprodukt zwischen dem Anteil f orthogonal und dem dA-Element 0 ist. Das Skalarprodukt zwischen dem f parallel und dem dA-Element ist im Allgemeinen dagegen nicht 0. Wir können uns jetzt also anschaulich klar machen, was das Skalarprodukt auf der rechten Seite der Gleichung macht. Es pickt nur den Anteil des Vektorfeldes f heraus, der genau parallel zum dA-Element zeigt. Alle anderen Anteile des Vektorfeldes, die in andere Richtungen zeigen, werden vom Skalarprodukt eliminiert. Anschließend werden die Skalarprodukte für alle Orte der betrachteten Fläche A aufsummiert. Das ist die Aufgabe des Integrals. Die rechte Seite des Gauß-Integraltheorems summiert also alle Anteile des Vektorfeldes f auf, die aus der Fläche A heraustreten. Ein derartiges Integral, bei dem kleine Flächenstückchen aufsummiert werden, heißt Flächenintegral. Wenn im Integranten, wie in diesem Fall, ein Vektorfeld steht, wird dieses Flächenintegral als Fluss phi des Vektorfeldes f durch die Fläche A bezeichnet. Diese Bezeichnung ist angelehnt an das, was dieses Flächenintegral bedeutet. Es misst, wie viel von dem Vektorfeld f aus einer betrachteten Oberfläche A quasi herausfließt. Wenn das Vektorfeld f in diesem Flächenintegral ein elektrisches Feld E ist, dann wird dieses Flächenintegral als elektrischer Fluss durch die Oberfläche A bezeichnet. Und wenn das Vektorfeld dagegen ein magnetisches Feld B ist, heißt das Flächenintegral magnetischer Fluss durch die Oberfläche A. Schauen wir uns nun die linke Seite des Theorems an. Das V steht für ein Volumen, doch nicht für irgendein Volumen, sondern es ist das Volumen, welches von der Oberfläche A eingeschlossen wird. Das dV ist ein infinitesimales Volumenelement, also ein unendlich kleines Volumenstück des betrachteten Volumens V. Das umgedrehte Dreieck heißt Nabla-Operator und dieser hat wie ein Vektor drei Komponenten. Seine Komponenten sind jedoch keine Zahlen, sondern Ableitungen nach den Ortskoordinaten.
Die erste Komponente ist die Ableitung nach x, die zweite Komponente ist die Ableitung nach y und die dritte Komponente ist die Ableitung nach z. So ein Operator wie der Nabla-Operator entfaltet nur dann seine Wirkung, wenn dieser auf ein Feld angewendet wird. Und das passiert ja auch in diesem Integral. Es wird der Nabla-Operator auf das Vektorfeld f angewendet, indem das Skalarprodukt zwischen dem Nabla-Operator und dem Vektorfeld f genommen wird. Wie du siehst, ist es die Summe der Ableitungen des Vektorfeldes nach den Ortskoordinaten x, y und z. Ein derartiges Skalarprodukt zwischen dem Nabla-Operator und einem Vektorfeld f wird als Divergenz des Vektorfeldes f bezeichnet. Das Ergebnis ist kein Vektor mehr, sondern ein Skalar, der entweder positiv, negativ oder null sein kann. Wenn die Divergenz Nabla mal f am Ort x, y, z positiv ist, dann befindet sich an diesem Ort eine Quelle des Vektorfeldes f. Wird dieser Ort mit einer beliebigen Oberfläche umschlossen, dann ist der Fluss phi durch die Oberfläche hindurch ebenfalls positiv. Das Vektorfeld fließt aus der Oberfläche heraus. Wenn die Divergenz Nabla mal f am Ort xyz negativ ist, dann ist an dem Ort eine Senke des Vektorfeldes f. Wird dieser Ort mit einer beliebigen Oberfläche umschlossen, dann ist der Fluss phi durch die Oberfläche hindurch ebenfalls negativ. Das Vektorfeld fließt in die Oberfläche hinein. Wenn die Divergenz Nabla mal f am Ort xyz verschwindet, dann ist dieser Ort weder eine Senke noch eine Quelle des Vektorfeldes. Das Vektorfeld fließt nicht heraus und nicht hinein, oder es fließt genauso viel hinein wie hinaus, so dass sich die beiden Beträge gegenseitig wegheben. So, weiter geht's. Dann wird die Divergenz Nabla mal f, also die Quellen und Senken des Vektorfeldes, an jedem Ort innerhalb des Volumens mit Hilfe des Integrals aufsummiert. Ein derartiges Integral, wo kleine Volumenstückchen aufsummiert werden, heißt Volumenintegral. Fassen wir also die Aussage des Gauß-Integraltheorems zusammen. Auf der linken Seite steht die Summe der Quellen und Senken des Vektorfeldes innerhalb eines Volumens. Und auf der rechten Seite steht der Gesamtfluss des Vektorfeldes durch die Oberfläche dieses Volumens. Die beiden Seiten sollen gleich sein. Das Gauß-Integraltheorem besagt also, dass die Summe der Quellen und Senken eines Vektorfeldes innerhalb eines Volumens dem Fluss des Vektorfeldes durch die Oberfläche dieses Volumens entspricht.